Okay, herzlich willkommen zu unserem zweiten Webinar der Serie Cloud Native. Mein Name ist Göran. Ich freue mich sehr, euch heute wieder willkommen heißen zu dürfen. An meiner Seite seht ihr den Boris. Den kennt ihr vielleicht noch aus unserem ersten Webinar zu der Reihe vom 30.11. Das war ja quasi so unsere Cloud Native Keynote. Da waren noch Thorsten Hans und Christian Weyer dabei und mein Kollege, der Marco, der hat da die Moderation übernommen. Das heutige Thema ist, naja, wie mache ich meinen ASP.NET Core, wie mache ich da die Services fit? Und da hat Boris einige Slides vorbereitet, ganz viel Code, der wird sehr viel erklären. Ich denke, Boris, 60, 75 Minuten sowas sollte es heute dauern. Wie ihr uns kennt, manchmal überziehen wir auch, weil es gibt einfach so viel zu erzählen und so viele spannende Dinge. Wir versuchen uns immer selbst zu zügeln. Funktioniert manchmal, manchmal nicht. Wir tun unser Bestes. Wie ihr es von uns kennt, von Anfang an ein paar Worte von mir, wie ihr die Plattform hier verwenden könnt. Ich blende euch dazu gleich mal ein paar kurze Slides ein. Eine Sekunde. Und here we go. Genau. Wie eben schon erwähnt, wir befinden uns gerade in einer sechsteiligen Webinar-Serie. Heute bei Teil 2. Das heißt, sehr coole Sache, 5 kommen noch jetzt mitgezählt. Über den QR-Code auf der rechten Seite kommt ihr dann auf unsere Landingpage zu den Webinaren. Da könnt ihr zum einen die Recordings nachschauen, wenn sie hochgeladen sind, und ihr könnt euch für die nächsten Webinare anmelden. Nutzt es sehr gerne. Dort gibt es auch noch Links zu unseren anderen Contents wie Blogs und weitere Webinare. Macht das sehr gerne. Wie ihr es vielleicht schon kennt, nutzt gerne den Chat. Der wird schon sehr gut verwendet, auch vom Boris mit seinem Hallo aus Frankfurt. Ich werde auch in den Chat reinschauen, werde gucken, dass ich da ein bisschen mit euch interagiere, wenn Fragen da sind oder andere Dinge. Neben dem Chat gibt es den Q&A-Bereich. Seid bitte so nett und tragt da Fragen ein, die ihr vielleicht schon mitgebracht habt, die euch nach dem ersten Webinar gekommen sind oder die jetzt während dieses Webinars entstehen. Wir versuchen dann im Nachgang in der Q&A-Runde auf eure Fragen einzugehen. Dadurch, dass es relativ viele werden können mit der Zeit, seid bitte so nett und votet für Fragen, die euch auch interessieren. Das bringt uns dann in die nette Möglichkeit, eine gewisse Priorisierung reinzumachen. Sollte eure Frage nicht beantwortet werden, wenn wir versuchen, euch im Nachgang zum Webinar irgendwie noch eine Antwort zukommen zu lassen. Genau. Wie vorhin schon kurz erwähnt und wie ihr es rechts oben in der Welcome-Message seht, das Video-Recording von heute, das Slide-Deck und auch Code von Boris bekommt ihr traditionell von uns zum einen im Nachgang per E-Mail zugeschickt oder ihr könnt auf unsere Webinar-Seite gehen und da findet ihr dann auch die Aufzeichnung, sobald wir die hochgeladen haben. Dauert in der Regel so 2, 3 Werktage, muss man dann eben schauen, wie schnell es geht. Aber das ist ungefähr der Zeitrahmen. Genau. Seid bitte so lieb. Gebt uns nach dem Webinar auch eine Bewertung, wie ihr es fandet. Nutzt auch sehr gerne den Freitext ganz unten, wenn ihr Hinweise geben wollt, wenn euch bestimmte Teilaspekte des heutigen Themas ein bisschen mehr interessieren oder wenn ihr ein komplett anderes Thema habt, das euch interessiert und ihr dazu was hören wollt, nutzt es sehr gerne. Solltet ihr ein bisschen früher das Webinar verlassen müssen und dann den Rest im Recording anschauen, seid bitte so nett und verlasst das Webinar über das Kontextmenü recht oben bei den 3 Punkten und geht darüber auf Exit-Webinar, weil nur dann kommt ihr eben auf diese Feedback-Seite. Gut, das war jetzt viel von mir gesprochen. Noch viel mehr hört ihr gleich von Boris. Ich wünsche euch sehr viel Spaß mit dem Thema. Boris hat richtig ein paar coole Sachen dabei. Ich wünsche euch viel Spaß. Wir sehen uns später wieder. Boris, die Bühne gehört dir. Rock'n'Roll. Bis später. Ja, guten Morgen. Vielen Dank. Guten Morgen aus Frankfurt. Kurz zu mir. Wer bin ich? Mein Name ist Boris Wilhelms. Ich bin Consultant bei der ThinkTecture AG. Ich unterstütze Kunden bei der Architektur von Cloud-Native-Lösungen. Ich baue Backend-Sachen mit .NET bei Kunden und oftmals helfe ich auch im Bereich Authentication und Authorization bei unseren Kunden. Da gibt es ja auch schon eine Reihe von Webinaren dazu von mir, falls das jemanden auch interessiert. Thema heute, make
ja, wie machen wir unsere ASP.NET Core Dienste irgendwie Cloud Native ready oder fit? Und dann stellt sich natürlich die Frage, müssen wir da überhaupt viel machen? Und die Antwort ist glücklicherweise nein, denn ASP.NET Core bringt out of the box schon sehr viel mit und ist schon bei Default irgendwie schon sehr soweit konfiguriert oder lauffähig, dass eigentlich das ohne Probleme im Regelfall out of the box in der Cloud läuft. Aber nichtsdestotrotz gibt es ein paar Sachen, die wir beachten müssen. Und wenn wir kurz nochmal zurückgehen und Recap machen, also für alle die im letzten Webinar waren, in der Intro, da haben wir ja schon festgestellt, ja, Cloud Native heißt jetzt nicht, dass wir zwingend in der Cloud laufen, sondern Cloud Native heißt, dass wir meistens irgendwie highly distributed sind und dass wir in einer sich ständig verändernden Umgebung laufen und dass wir selber auch irgendwie uns ständig anpassen müssen. So, warum haben wir hier ständig verändernde Umgebung? Wir wollen vielleicht in verschiedenen, laufen vielleicht in verschiedenen Orten. Das heißt, vielleicht deployen wir einen Teil oder für einen Kunden deployen wir das irgendwie in die Public Cloud, für den anderen Kunden deployen wir das vielleicht in eine Private Cloud mit Kubernetes. Der eine Kunde benutzt vielleicht irgendwie das Log-System A, der andere Kunde benutzt das Log-System B und so weiter und so weiter. Das heißt, wir haben hier ständig verändernde Umgebung und müssen irgendwie in der Lage sein, damit umzugehen. Deswegen müssen wir auch selber, also muss unsere App oder unsere API oder unser Service, je nachdem, wie ihr es nennen wollt, irgendwie in der Lage sein, sich dieser Umgebung immer anzupassen. Genau. Wir haben im letzten Webinar so festgestellt, dass es so fünf Cloud-Native-Attribute gibt. Ich gehe jetzt hier nicht mehr genau auf jedes einzelne Attribut ein, was so die Bedeutung dahinter steckt. Wir schauen uns aber heute an, wie wir Teile dieser Attribute, wie wir diese Teile dieser Attribute in unserer ASP.NET Core-Anwendung umsetzen können und wie wir unsere ASP.NET Core-Anwendung darauf vorbereiten, damit diese Attribute irgendwie gut erfüllt wird. Heute geht es also hauptsächlich um das Thema Observability, Configurability, Resilience und so als extra Punkt, der nicht in den Attributen steht, haben wir die Reverse Proxy Gotchas. Ja, ich möchte noch dazu sagen, das Ganze bewegt sich heute auf Infrastrukturebene, das heißt oder Infrastrukturkomponentenebene. Das heißt, ich erkläre in diesem Webinar nicht, wie ihr gute Logging-Messages baut, welche Telemetriedaten ihr erheben sollt, wie ihr eure Konfiguration strukturieren sollt und so weiter, sondern wir reden heute hier darüber, wie können wir Logging ordentlich konfigurieren, wie können wir das Konfigurationssystem irgendwie ordentlich konfigurieren und so weiter, damit wir in einer sich ständig verändernden Umgebung irgendwie gut arbeiten können und hantieren können. Starten wir direkt mit dem ersten Punkt, Observability. Und hier fangen wir an mit dem Thema Logging. Und im Prinzip ist das irgendwie sehr einfach, mit diesen drei Stichpunkten schon tatsächlich gesagt. Benutzt eigentlich immer den iLogger. iLogger ist eine fertige Komponente, die in ASP.NET Core bzw. in .NET Core enthalten ist, die so eine ganze Logging-Infrastruktur schon mit sich bringt. Und wenn ihr iLogger benutzt zum Loggen von euren Nachrichten, dann seid ihr bestflexibel aufgestellt, weil dann ist es nur noch Konfiguration, wohin diese Logs gehen, mit welchen Formatierungen und so weiter und so weiter. In Cloud-Native-Szenarien, und da reden wir dann meistens tatsächlich davon, dass die Anwendung in einem Container läuft. Und dieser Container dann irgendwo auf einer Plattform läuft, sei es jetzt irgendwie in einem Kubernetes, sei es jetzt zum Beispiel auch in einem Azure App Service oder in einem Azure Kubernetes Service und so weiter. Also in diesen Cloud-Native-Umgebungen hat sich so etabliert, dass man auf die Konsole loggt. Und diese Logs werden dann von einem anderen System irgendwie abgegriffen und entsprechend irgendwo hingeschippt. So, warum auf die Konsole? Naja, Konsole ist halt hier irgendwie
das Standardmittel, was immer da ist und was man auch nicht groß konfigurieren muss. Also aus Infrastruktursicht müssen wir da nicht groß konfigurieren. Im Gegensatz zum Beispiel zu Logfiles, da müssten wir jetzt immer konfigurieren. Ja, wo pro Container, wo liegen die Logfiles, welches Format haben die vielleicht und so weiter und so weiter. Also da bietet sich die Konsole an. Deswegen ist so die Ansage, ja, loggt auf die Konsole und loggt am besten als JSON. So. Als JSON auf die Konsole. Warum als JSON auf die Konsole? Auch da wieder, weil am Ende wollen wir die Logs irgendwie nicht auf der Konsole direkt lesen, so als Mensch, sondern wir wollen, dass diese Logs abgegriffen werden von einem anderen System und in ein anderes System gepusht werden, bei dem wir dann die Möglichkeit haben, irgendwie ordentliche, tolle Abfragen zu machen, um genau zu gucken, was los ist. Damit wir diese Abfragen machen können, brauchen wir halt eine Struktur und da haben wir halt JSON für diese Struktur. Ja, wie sieht das aus? Steigen wir direkt ein in die Demo. Ich switch heute sehr häufig hin und her zwischen Slides und Demo, weil wir zu jedem Teil so eine kleine Demo haben. Kurz zu der Demo. Wer in dem ersten Webinar dabei war, wird sich vielleicht so ein bisschen daran erinnern. Wir hatten da so ein Gateway. Das ist quasi so der Einstiegspunkt in unsere Applikation. Das Gateway ist ein Reverse-Proxy. Und es hat eine Konfiguration, so dass dann je nach URL verschiedene Dienste im Hintergrund aufgerufen werden. Und heute benutzen wir den Product Service. Der ist auch Teil dieser großen Demo, die wir im ersten Webinar hatten. Und diesen Product Service habe ich angepasst, um Cloud Native ready zu machen. Tja, schauen wir uns das kurz an. Wir haben hier das Gateway, was tatsächlich auch nur eine ASP.NET Core-Anwendung ist. Wir benutzen hier YARP, also Yet Another Reverse Proxy Package, um hier einen Reverse Proxy zu bauen. Und wir haben den Product Service, der ist eigentlich relativ einfach. Wir haben hier so einen Products Controller, der einfach eine Liste von Produkten zurückgibt. Und dann gibt es hier noch so ein Get Product by ID. Wir werden aber hauptsächlich heute uns irgendwie mit dieser Liste von Produkten beschäftigen. Das Ganze ist eine ganz normale ASP.NET Core 6 Anwendung noch. Also wir haben es noch nicht geupgradet auf ASP.NET Core 7. Also hier ist jetzt tatsächlich nicht viel dabei, ist schon einiges dabei, was wir noch dazu gepackt haben, aber im Prinzip handelt es sich ja alles um Standard ASP.NET Core. Wir haben ein paar Daten, diese Daten speichern wir auch in der Datenbank, das heißt beim Startup seeden wir hier eine Datenbank, die Datenbank ist SQLite, da sehen wir auch, dass die da rumliegt. Genau. Thema Logging. Wie können wir jetzt also vorgehen, damit wir sagen, okay, wir wollen gerne auf die Konsole loggen. Im Prinzip ist das ganz einfach, weil eigentlich ist das Logging auf die Konsole schon standardmäßig aktiviert. Wir müssen also im Prinzip nichts machen. Nichtsdestotrotz sind wir jetzt hier hingegangen und haben hier so eine extra Configure-Logging-Methode, wo wir sagen, okay, wir clearen hier alle Provider raus, die bereits registriert sind und fügen dann die Konsole hinzu. Wir wollen hiermit einfach nur sicherstellen, dass nicht noch andere Provider vielleicht drin hängen, weil standardmäßig hängen tatsächlich auch theoretisch noch der ein oder andere Provider drin, der aber je nach Umgebung deaktiviert ist. Denn standardmäßig ist zum Beispiel auch sowas wie Logging ins Event-Log von Windows irgendwie mit drin und weitere Provider. Ja, unter Linux sind sie zwar in der Collection, aber quasi irgendwie deaktiviert, also sie machen nichts, aber was nicht da ist, kann auch keine Probleme verursachen. Also insofern hat sich für uns so ein bisschen die Best Practice auch ergeben, dass wir sagen, okay, wir clearen die Provider und loggen tatsächlich nur auf die Konsole. Starten wir mal kurz unsere Umgebung hier, das Gateway und die API. Und wir werden dann sehen, dass wir sehen es dann jetzt hier schon, hier loggt jetzt der Product Service auf die Konsole. Ja, aber Boris, du hast ja eben gesagt, ja, wir sollen das doch als JSON loggen, damit das andere Systeme besser lesen können. Das ist richtig. Allerdings ist es so, wir wollen natürlich in der Entwicklung wiederum, ja, vielleicht selber auch die Logs lesen, die da auf der Konsole auftauchen und nicht immer in einem anderen System nachgucken, weil vielleicht haben wir in der Entwicklung dieses System nicht da. Und deswegen wollen wir in der Entwicklung eigentlich gerne, dass das als normaler Text rauskommt. Was können wir jetzt machen, damit das als JSON auf die Konsole kommt? Im Prinzip haben wir hier
zwei Möglichkeiten und ich fange jetzt erstmal an mit der komplizierteren Methode. Wir können das einmal hardcoden und zwar haben wir hier auf den Options die Möglichkeit, ein Formatter-Name anzugeben und da können wir dann, wie war das, Console-Formatter.net, ich glaube, wir können hier einfach JSON eintragen. Genau. Wir können hier einfach JSON eintragen und dann würde das Ganze als JSON auf der Konsole auftauchen. Hiermit hätten wir dann halt diese Flexibilität verloren, dass wir sagen, okay, in, weiß ich nicht, Development haben wir das als Text und in einem Container oder wenn wir das in Production irgendwo hosten, dann haben wir das als JSON. Ist also nicht so schön. Wir könnten natürlich jetzt hier anfangen, irgendwelche Ifs drumherum zu bauen und so weiter und so weiter. Aber nein, im Prinzip wollen wir das nicht machen. Und zwar, was wir nämlich machen können, ist, wir können diesen Formatter auch von außen konfigurieren. Und jetzt zeige ich den nächsten Teil der Demo, nämlich neben der Demo, neben dem, sagen wir mal, reinen Code, den wir an sich haben, haben wir auch hier einen Docker-Compose-File, was halt diverse Sachen beinhaltet. Also wir haben hier auf jeden Fall unser Gateway drin und unser Product-Service und wir haben hier noch ein paar weitere Systeme drin, auf die kommen wir gleich auch noch zu sprechen. Products, genau. Wir können von außen über diesen Konfigurationskey und mit dem Konfigurationskey logging-konsole-formatter-name quasi bestimmen, in welchem Format wir das haben wollen. Wir müssen das auch nicht zwingend über Umgebungsvariablen machen. Wir könnten das also auch tatsächlich einfach hier in die App-Settings mit reinnehmen, dass wir hier sagen, hier war der Key, müssen wir mal gucken, Konsole. Und dann könnten wir auch hier reinnehmen, Formatter Name. Da steht er schon, Formatter Name. Simple, simple ist das, was wir jetzt gerade haben. Und JSON wäre dann JSON. Hier machen wir es quasi auf dem Docker Compose. Das heißt, wenn wir sagen, wir lassen unsere Anwendung, unsere API hier mit diesem Docker Compose laufen, dann würde das Log als JSON rauskommen. Wenn wir es hier machen, in der Config-Datei, dann hätten wir wieder die Situation, dass das quasi immer passiert. Das heißt, ich nehme das jetzt hier raus. Genau, und starte einfach mal kurz hier die Docker-Compose-Umgebung. Und auf der Docker-Compose-Umgebung, wenn sie denn hochgefahren ist, ja, da kommt ganz viel raus, dann sehen wir hier zum Beispiel, ich weiß nicht, sieht man es gut, ich mache es mal ein bisschen größer, dann sehen wir hier, dass wir zum Beispiel Logs ausgeben, die in JSON sind. Tatsächlich. Und zum Beispiel, wenn wir jetzt irgendwie einen Request drauf machen, dann sehen wir, dass dieser Request hier auch als JSON rauskommt. Ich hatte ja gesagt, okay, wir machen das auf die Konsole und dann wird es irgendwie, gibt es irgendwie irgendwas, was das von der Konsole liest und so weiter. Wir haben auch hier in der Demo was entsprechend eingerichtet. In dem Fall, in unserem Fall benutzen wir einen sogenannten Logging-Treiber. Von Docker, mit dem wir sagen, okay, wir wollen hier diesen den sogenannten Loki-Treiber benutzen. Loki ist ein System, in dem wir Logs reinpumpen können und auf dem man dann quasi zum Beispiel über Grafana diese Logs abfragen kann. Das heißt, wir haben hier in unserem Docker Compose tatsächlich auch so einen Loki-Server laufen und wir haben hier zusätzlich noch einen Grafana laufen, in dem wir dann diese Logs abfragen können. Und auf jedem Container haben wir hier quasi konfiguriert und sagen hier, Docker, benutzt bitte diesen Loki-Treiber. Und dann haben wir hier so eine Konfiguration für den Loki-Treiber. Dem sagen wir, nimm die Logs, die du bekommst von Docker und push die in das Loki rein. Und Docker nimmt sich standardmäßig auch die Logs immer quasi von der Konsole weg. Sprich, Docker liest von der Konsole, reicht es an den Loki-Treiber, Loki-Treiber pusht nach Loki an sich. Wie sieht das Ganze dann aus in echt? Schauen wir uns mal hier kurz Grafana an. Es könnte also dann so sein, dass wir sagen, okay, wir haben das Ganze konfiguriert und jetzt haben wir hier zum Beispiel Loki als unser System drin. Und dann sind wir hier also in der Lage, zum Beispiel auf unseren Service zu filtern und können sagen, hey, ich brauche mal kurz die Logfiles vom Product Service. Und dann können wir das Ganze hier ausführen und ja, sehen hier die einzelnen Logs von unserem Service.
Wir haben jetzt hier auch theoretisch möglich, in dieser Query noch irgendwie zu filtern. Das heißt, wir könnten tatsächlich hingehen und zum Beispiel auf sowas wie hier die Kategorie filtern, dass wir nur irgendwie von speziellen Klassen irgendwie das Logging haben wollen, auf speziellen Log-Levels und so weiter und so weiter. Da gehe ich jetzt aber hier nicht drauf ein. Das ist jetzt hier keine Grafana-Schulung. Aber man sieht hier gut, mit sehr einfachen Mitteln. Das heißt, wir haben einmal die konfiguriert auf die Konsole zu loggen, als JSON zu loggen. Einmal in unserem Docker Compose irgendwie Loki konfiguriert und zack, haben wir schon eine schöne Umgebung, wo wir unsere Logfiles durchsuchen können und uns anschauen können. Gut, nächster Teil zum Thema Observability. Und da geht es jetzt um das Thema Telemetriedaten. Ja, was sind Telemetriedaten? Bei Telemetriedaten geht es darum, dass wir quasi aus unserer Anwendung heraus Informationen erhalten darüber, wie gut performt unsere Anwendung. Was macht unsere Anwendung eigentlich? Mit welchen Drittsystemen redet vielleicht unsere Anwendung? Wie gut sind diese Verbindungen zu Drittsystemen und so weiter und so weiter? Und da hat sich mittlerweile ein, ja, ich würde sagen, Industriestandard etabliert und der nennt sich OpenTelemetry. OpenTelemetry ist so ein, ja, ein Set an Tools, SDKs und APIs, aber auch Protokollen, mit dem halt genau solche Telemetriedaten quasi erhoben werden können und verarbeitet werden können. Dieser Industriestandard ist eigentlich ziemlich gut und interessant, weil es tatsächlich uns erlaubt, dass wir aus unserer ASP.NET Core-Anwendung Telemetriedaten erzeugen können und diese dann an ein beliebiges System schicken können, was OpenTelemetry unterstützt. Dazu müssen wir sagen, auf jeden Fall ASP.NET Core und .NET, diverse .NET Core oder .NET Packages, die imitieren bereits Telemetriedaten, die wir mittels OpenTelemetry dann konsumieren können und irgendwie irgendwo hinschicken können. So. Wenn wir das Ganze irgendwie selber machen wollen, gibt es auch da in .NET schon fertige Klassen, die wir nutzen können. Das ist einmal die Activity-Klasse und einmal die Meter-Klasse in dem Namespace System Diagnostics. Activities erlaubt es uns, sogenannte Traces zu erstellen. Also damit können wir zum Beispiel Laufzeiten messen, wie lange haben gewisse Sachen gebraucht und was ist da passiert in diesen Abständen, in dieser Zeit. Und Meters sind, ja, damit können wir Metriken, also so Counter, wie oft ist irgendwas aufgerufen worden, zum Beispiel erheben. Schauen wir uns auch dazu eine kurze Demo an, wie wir OpenTelemetry einbinden können. Im Prinzip ist das relativ einfach. Es gibt für OpenTelemetry so einen ganzen Haufen an NuGet-Packages. Die fangen alle an mit OpenTelemetry. Und dann haben wir sogenannte Instrumentation Libraries. Das heißt, das sind Libraries, die diese Telemetriedaten lesen können, also die bereits schon von .NET erzeugt werden, lesen können. Und hier sehen wir, es gibt zum Beispiel ein Package, um die Telemetriedaten von ASP.NET Core zu lesen. Es gibt ein Package, um die Telemetriedaten vom HTTP-Client zu lesen. Das heißt, auch der HTTP-Client erzeugt Telemetriedaten. Es gibt ein Package, um Telemetriedaten von Entity Framework Core zu konsumieren. All das ist schon bereits vorhanden und können wir ganz einfach über NuGet-Packages einbinden. Auf der anderen Seite haben wir dann sogenannte Exporter. Das heißt, hiermit können wir bestimmen, wohin sollen denn diese Telemetriedaten irgendwie geschickt werden. Und wir haben jetzt hier für die Demo quasi drei Exporter drin, wobei wir jetzt in echt eigentlich nur einen zeigen werden. Und das ist der Zipkin-Exporter. Zipkin ist ein System, was genau diese OpenTelemetry-Daten irgendwie empfangen kann und dann entsprechend geil visualisieren kann. Schauen wir uns auch das kurz an. Im Prinzip müssen wir hier nicht viel machen. Hier läuft ja schon unsere Anwendung. Und genau, ich setze nur hier nochmal einen Request ab. Ach so, ich habe ja gar nicht gezeigt, wie wir das einbinden, ne? Genau, wir haben die NuGet-Packages drin. Entschuldigung, da war ich einen Schritt zu schnell. Wir haben die NuGet-Packages drin und im Prinzip ist auch hier ist ziemlich einfach. Wir müssen hier eigentlich nur auf unserer Service Collection diverse Services registrieren und dann ein bisschen konfigurieren. Wir haben hier einmal OpenTelemetry Tracing. Also hiermit machen wir diese Traces, diese Activities. Was passiert und wie lange passieren die Sachen? Und mit welchen Drittsystemen redet unsere Anwendung? Das ist das Thema Tracing. Hier konfigurieren wir also
aus welchen Sourcen wollen wir gerne irgendwie Traces haben. Wir wollen Traces aus von Traces, die wir selber erzeugen. Das heißt, wir fügen uns selber hier als Source hinzu. Aber wir nehmen auch hier Entity Framework Core mit rein, wir nehmen hier den HTTP-Client rein, wir nehmen hier ASP.NET Core rein und am Ende sagen wir, wollen wir das Ganze bitte nach Zipkin exportieren. Mit den Metriken ist eigentlich ziemlich ähnlich. Hier auch sagen wir, okay, welche Sourcen wollen wir? Wir wollen irgendwie Runtime-Metriken haben, wir wollen Metriken vom HTTP-Client, von ASP.NET Core und in dem Fall wollen wir das Ganze nach Prometheus exportieren. Genau. Das ist eigentlich schon tatsächlich alles gewesen. Für das ein oder andere NuGet-Package muss man dann vielleicht noch was in die HTTP-Pipeline reinnehmen. Zum Beispiel Prometheus müssen wir hier noch was reinnehmen, denn Prometheus ist jetzt ein Pull-System. Das heißt, wir pushen nicht unsere Daten nach Prometheus, sondern wir stellen einen Endpunkt bereit und Prometheus kommt in regelmäßigen Abständen vorbei und holt sich diese Metriken von diesem Endpunkt. Genau, schauen wir mal, wie das Ganze also aussieht. Wir haben jetzt also hier schon alles am Laufen und dann haben wir hier auch ein Zipkin laufen. Zipkin sieht also so aus, bisschen spartanisch, aber es tut, was es soll. Das heißt, wir können hier auch Queries schreiben und können uns dann die Daten entsprechend ausgeben und sehen, dass wir jetzt hier schon einige Traces drin haben. Ich glaube, unser Aufruf auf den Product Service ist hier bereits verschwunden, weil standardmäßig immer nur so 10 angezeigt werden. Aber gucken wir mal, wenn wir 100 kriegen, dann sehen wir hier unseren Products-Aufruf. Und zwar, das Schöne bei OpenTelemetry ist, dass wenn wir in einer verteilten Umgebung sind und alle diese Systeme irgendwie OpenTelemetry unterstützen, dann haben wir hier so eine End-to-End-Ansicht. Denn das erste System, was quasi die Daten, also den Request oder was auch immer empfängt, erzeugt eine sogenannte Correlation ID und diese Correlation ID, die wird dann bei jedem Request an ein nächstes System quasi mitgeschleppt und dadurch können wir also eine End-to-End-Ansicht haben. Wie sieht das Ganze aus? Wenn wir jetzt hier mal auf Show gehen, dann sehen wir, es gab einen Request / Products, der kam auf dem Gateway an, das ist also der eine Service. Der Gateway wiederum hat dann den Products-Service aufgerufen mit / Products. Der Products-Service ist auf die Datenbank gegangen. Wir sehen hier sogar das SQL-Statement. Wir sehen auch hier, wie lange hat das gedauert. Und dann hat hier unser Product-Service noch irgendwie dreimal To-List-Model aufgerufen. Und dann hat unser Product-Service am Ende auch noch einen HTTP-Aufruf gemacht, irgendwie auf api.exchangerate.host. So, wir sehen also hier wirklich, was genau ist in diesem einen Request passiert, welche anderen Systeme wurden aufgerufen, wie lange hat das Ganze gedauert. Wenn wir irgendwie Exceptions drin hätten, würden wir auch diese Exceptions hier gegebenenfalls sehen. Also entweder, weil das die Libraries, die dann entsprechend auch über OpenTelemetry veröffentlichen oder wenn das in unserem eigenen Code ist, müssen wir das selber veröffentlichen. Neben dem, dass wir hier also irgendwie so eine schöne Ansicht bekommen, auch mit diversen Informationen, also hier zum Beispiel bei dem Produkt-To-List-Model sehen wir, um welches Produkt hat sich denn hier gehandelt. Das heißt, wir können, wenn wir selber Telemetriedaten erzeugen, auch entsprechend Daten mitgeben. Neben dieser tollen Ansicht, sage ich mal, dass wir hier sehen, okay, wir haben hier irgendwie, was ist hier genau passiert, gibt es dann theoretisch, gibt es hier, nicht nur theoretisch, gibt es auch praktisch hier so eine schöne Dependency-Graph, wo wir dann genau sehen, wie eigentlich unsere Systeme irgendwie miteinander agieren. Gehen wir zurück in den Code. Wir hatten ja hier gesehen, beziehungsweise ich gehe nochmal kurz zurück hier, wir hatten ja eben hier gesehen, dass dieses To-List-Model, dass wir da auch irgendwie Telemetriedaten erheben. Und das machen wir tatsächlich selber. Und zwar haben wir hier eine Extension-Methode, die heißt To-List-Model. Das heißt hier im Products-Controller, wenn wir die Produkte abrufen, dann wandeln wir die Produkte um in ein List-Model. Und diese Methode erzeugt Telemetriedaten. Ob das jetzt so sinnvoll ist, sei mal dahingestellt, aber für die Demo reicht's. Würde ich jetzt mal sagen. Wie können wir also jetzt so Telemetriedaten erheben? Wir brauchen auf jeden Fall so eine sogenannte Activity Source. Und diese Activity Source ist jetzt hier unser Service-Name. Das korreliert tatsächlich mit dem, was wir hier mit @Source. Das heißt, hiermit
Nur dadurch, dass wir hier diese Zeile mit aufnehmen, werden also unsere eigenen Telemetriedaten mit aufgenommen, weil wir unsere eigenen Telemetriedaten mit diesem Service-Namen als Source definieren. Wenn wir die Source haben, können wir auf der Source dann sowas wie Start-Activity aufrufen und dann haben wir hier die Möglichkeit, auf der Activity Tags zu setzen. Tags sind quasi extra Daten, die wir mit schicken können. Aber wir haben hier auch tatsächlich noch ein paar andere Informationen, die wir setzen könnten, wenn wir das wollten. Zum Beispiel gibt es hier auch Record Exception zum Beispiel. Also wenn jetzt hier in unserer Methode ein Fehler passieren würde, könnten wir diese Exception hier zum Beispiel auch mit tracken. Es ist mir tatsächlich schon bei Kunden aufgekommen, die Frage, was ist denn hier mit Performance? Also jetzt hier, weiß ich nicht, wenn wir jetzt hier überall anfangen, Activities zu starten und keine Ahnung, was ist hier mit Performance an der Stelle? Und es ist so, ihr seht hier, haben wir das Fragezeichen. Das ist hier quasi Nullability. Das heißt, diese Activity kann theoretisch null sein. Und zwar, wenn es niemanden gibt in unserem Code, der auf diese Telemetriedaten lauscht, dann erzeugt Start Activity nichts und gibt null zurück. So dass quasi diese ganzen Methoden dann ins Leere laufen und dass das dann auch so performance-technisch alles ein bisschen abgefedert ist. Und eigentlich im Regelfall Performance hier auch gar nicht so das große Thema ist. Genau, also hier haben wir das Thema, hier so erzeugen wir eigene Activities. Es ist hier ein Using, weil durch dieses Using wird quasi auch die Laufzeit gemessen. Das heißt, sobald die Activity disposed wird, wird quasi die Activity beendet und die Zeit wurde gemessen, wie lange hat diese Activity jetzt gedauert. Wir nutzen jetzt hier die neue C-Sharp-Feature zu sagen, wir haben ein Using ohne einen extra Block und das ist quasi hier auf Scope-Level. Das heißt, wenn die Methode beendet ist, wird die Activity disposed und wir haben die Zeit gemessen, wie lange diese Methode hier gedauert hat. Kurz zu der HTTP-Geschichte. Wir hatten ja auch in dem Telemetry gesehen, in dem Zipkin gesehen, dass wir einen HTTP-Request machen. Hier haben wir den Currency-Service, der quasi Preise umrechnet. Und wenn wir hier uns angucken, wir benutzen hier nur einen ganz normalen HTTP-Client. Ohne dass wir jetzt hier also irgendwie speziell selber Activities machen, der HTTP-Client an sich trackt das schon für uns mit. Und genauso ist es mit Entity Framework Core. Auch hier habe ich nichts in Entity Framework selbst gemacht oder auf unserem DB-Kontext irgendwie selbst gemacht. Das Einzige, was wir haben, ist, dass wir hier sagen, okay, wir wollen die HTTP-Client-Instrumentation haben. Wir wollen gerne die Entity Framework Core Instrumentation haben. Ich möchte auch gerne bitte die SQL-Statements haben, die da benutzt werden und so weiter. Wir können das also hier sehr schön auf Infrastrukturkomponentenebene machen, dass wir sagen, wir konfigurieren das einmal und im Prinzip haben wir dann zumindest, was die Komponenten, die .NET-Komponenten betrifft, müssen wir uns nicht mehr drum kümmern und wir können diese Daten erheben. Gut. Weiter. Health Checks. Ja. Health Checks. Was sind jetzt Health Checks? In der Containerwelt haben wir Health Checks, um festzustellen, ob unsere Anwendung noch läuft und noch reagiert. Wenn so ein Health Check fehlschlägt, dann wird für gewöhnlich schon zum Beispiel so ein Container neu gestartet. Und wenn das irgendwie mehrfach irgendwie fehlschlägt, dieser Neustart dieses Containers, dann wird das Ganze irgendwie beendet und dann ist halt unser Container weg. Und im Grunde gibt es quasi zwei verschiedene Arten von Health-Checks. Es gibt einmal den Ready-Check und einmal den Live-Check. Und der Ready-Check, der wird am Anfang, wenn unser Container gestartet, wird kontinuierlich aufgerufen von der Plattform, sei es jetzt irgendwie Kubernetes, wir können das auch in Docker Compose machen, wir können so Health-Checks auch in Azure App Services zum Beispiel hinterlegen und so weiter. Also auch da ist wieder so ein Industriestandard dahinter, hat sich etabliert, dass man diese Health-Checks hat. Genau, und im Regelfall haben wir zwei. Wir haben diesen Ready-Check und zwar der wird am Anfang aufgerufen, immer wieder kontinuierlich, bis er quasi erfolgreich ist. Und zwar testet
die Plattform damit, ist unser Container jetzt fertig hochgefahren und in der Lage, irgendwie Requests zu empfangen. Weil für gewöhnlich wird der Container quasi gestartet, ist aber von außen noch nicht erreichbar. Das heißt, wenn wir jetzt in einer Kubernetes-Umgebung sind, dann haben wir zum Beispiel so einen Ingress. Dieser Ingress, der empfängt den ganzen Traffic von außen und dieser Ingress, der weiß dann, welche Container quasi hinten drin gestartet sind und kann die Requests an diese Container weiterleiten. Dafür ist dieser Ready-Check da, dass quasi Kubernetes feststellen kann, ey, der Container ist fertig, er ist gestartet und ich kann jetzt irgendwie hier Requests hinschicken. Ist dieser Ready-Check also erfolgreich, wird dann in dem Ingress gesagt, hey, hier ist ein neuer Container, da kannst du gerne jetzt Daten hinschicken. Das heißt, dieser Ready-Check wird tatsächlich nur so lange aufgerufen, bis wir erfolgreich sind, beziehungsweise in den meisten Systemen gibt es dann auch so ein gewisses Timeout, also keine Ahnung, wenn der Ready-Check 10-mal aufgerufen wurde innerhalb von 5 Minuten und der dann immer noch nicht ready ist, dann wird der Container neu gestartet. So. Und dann haben wir den anderen Check, das ist der Live-Check und der wird tatsächlich periodisch aufgerufen, konfigurierbar periodisch, aber im Regelfall sowas wie alle 1 Minute, 2 Minuten oder sowas, um festzustellen, lebt die Anwendung noch? Also ob der Container lebt, das kann natürlich irgendwie Kubernetes selber feststellen oder die Plattform im Regelfall selber feststellen. Nur weil der Container lebt, heißt es aber auch noch nicht, dass unsere Anwendung lebt. Das heißt, ein Container lebt so lange wie der Prozess in diesem Container quasi läuft. Aber es könnte ja sein, dass irgendwas in unserem Prozess dazu führt, dass unser Prozess nicht mehr funktioniert, aber der Container noch da ist. Und dafür ist dieser Live-Check da. Der ist also checkt eigentlich nur einfach, ey, bist du noch da? Gibt's dich noch? Bist du noch so? Kannst du noch irgendwie Requests verarbeiten? Ne? Und diese Live-Checks, die werden tatsächlich erst gestartet, nachdem die Ready-Checks erfolgreich waren. Und dann werden dann periodisch aufgerufen. Genau. Und jetzt hat sich so auch etabliert, keep them simple. Und gerade irgendwie Live-Health-Checks sollten wir noch simpler halten. Und es gibt auch hier so die Empfehlung, dass wir zumindest in Live-Checks nicht irgendwie prüfen sollten auf andere Systeme. Also zum Beispiel, wenn unsere Service jetzt eine Datenbank benutzt, sollten wir jetzt in dem Live-Check nicht überprüfen, hey, kann ich auf die Datenbank zugreifen? Oder wenn unser Service irgendwie einen anderen Service aufruft, so wie wir das hier in der Demo haben, sollten wir auch in diesem Live-Check nicht überprüfen, hey, kann ich den anderen Service aufrufen? Warum sollten wir das nicht machen? Der Hintergrund ist der, wir sollten diese anderen Systeme im Regelfall separat monitoren, auch mit Health-Checks irgendwie monitoren. Und wenn was schief läuft in unserem System, dann wollen wir eigentlich genau sehen, an welcher Stelle es schief läuft. Wenn wir jetzt aber in unserer API auch die Datenbank mitchecken würden, dann wäre ja, wenn die Datenbank jetzt mal kurz weg wäre, irgendwie unser halbes System rot, weil alles ja auf die Datenbank zugreift und alles wäre rot und alles würde neu gestartet werden. So, jeder Container würde neu gestartet, aber dieses Container-Neustart von unserer API würde das Problem auf der Datenbank ja nicht beheben. So, deswegen hat sich so die Best Practice ergeben. Macht am besten gar nichts in den Live-Checks, sondern gibt einfach immer nur zurück, ja, in Ordnung. Also solange quasi eure Anwendung diesen Live-Check-Request verarbeiten kann, gehen wir davon aus, dass die Anwendung noch irgendwie in Ordnung ist. Ein bisschen anders, sage ich mal, ist es bei dem Ready-Check. Da scheiden sich so ein bisschen die Geister. Da gibt es auch welche, die sagen, ja, hier mach das auch, mach da auch nichts, check nicht Drittsysteme. Es gibt andere Menschen, die sagen, ja, du kannst schon auch ein bisschen was checken. Also hier scheiden sich die Geister und da muss man sicherlich auch noch mal ein bisschen gucken, was man dann in diesem Ready-Check gegebenenfalls noch für Dependencies überprüft. Gucken wir uns auch hier kurz an, wie wir so Health-Checks in ASP.NET Core integrieren können. Health-Checks sind out of the box dabei, das heißt, wir müssen hier kein NuGet-Paket irgendwie hinzufügen. Das Einzige, was wir machen müssen, ist, wir müssen in unsere Service-Collection, auf unserer Service-Collection add-Health-Checks aufrufen und müssen danach in die HTTP-Pipeline noch sagen, okay, unter welchen Endpunkten wollen wir denn jetzt die Health-Checks eigentlich drin haben? So, in dem Fall sagen wir, wir wollen hier einen Health-Check unter Readiness haben und einen Health-Check unter Liveness haben.
Das sind jetzt also wirklich diese ganz stupiden, stumpfen, ey, kannst du diesen Request fahren, kannst du auf einen Request antworten, Health-Checks, die also quasi wirklich nichts anderes machen als das. Sollten wir doch irgendwie mal in der Situation sein und den Need haben zu sagen, hey, wir brauchen einen eigenen Health-Check, dann können wir natürlich auch einen eigenen Health-Check erstellen. Ich habe jetzt hier in dem Fall mal so einen Random Health-Check erstellt. Das heißt, wir geben randommäßig irgendwie zurück, alles ist in Ordnung oder nein, es ist irgendwie alles kaputt. Wir müssen dafür tatsächlich nur ein Interface implementieren, das iHealthCheck-Interface. Und danach können wir unseren Health-Check hier mit AddCheck registrieren. Wir können unserem Health-Checks, die wir da hinzufügen, können wir sogenannte Tags vergeben. Und dann können wir zum Beispiel da unten in der Pipeline sagen, hier unter diesem Endpunkt möchten wir jetzt gerne nur die Health-Checks laufen haben, die den Tag Custom Health-Check haben, zum Beispiel, ja. Hier vielleicht auch noch mal kurz, wie sieht es aus, wenn wir dann tatsächlich so einen Aufruf machen auf die API, die müssen wir den hier stoppen. Also ganz kurz, wie sieht so eine Response aus von so einem Health-Endpunkt? Ja, hier. Ist also ganz normal HTTP, was hier gemacht wird. Und jetzt hat hier unser Random Health Check quasi gesagt, nee, ich funktioniert gerade, das System funktioniert nicht. Deswegen haben wir degraded. Und ich glaube, ja, jetzt sind wir wieder healthy. Wenn wir das unseren Random genug aufrufen, dann sind wir auch wieder healthy. Überlegt euch hier also genau, was ihr in diesen Health Checks machen wollt. Unsere Empfehlung ist, macht am besten gar nichts. Also benutzt am besten einfach immer nur diese Standard-Health-Checks, um einfach zu überprüfen, ist der Container, bist du bereit, irgendwie Requests zu empfangen und kannst du noch Requests empfangen. Macht hier sonst nicht viel großartig selber. Denn man muss ja auch sehen, ne? Also diese Health-Checks werden auch natürlich immer periodisch aufgerufen im Regelfall und das könnte natürlich, wenn wir da komplexe Sachen überprüfen, irgendwie dazu führen, dass wir irgendwie auf Drittsystemen noch zusätzliche Last erzeugen, die vielleicht gar nicht notwendig ist. Supi, dann haben wir schon mal diesen Observability-Teil durch. Und ich drücke jetzt mal ein bisschen aufs Gas. Jetzt haben wir Configurability. Und im Prinzip müssen wir uns dafür kurz überlegen, wie funktioniert eigentlich das ganze Konfigurationssystem in ASP.NET Core. Denn hier sehe ich auch immer wieder bei Kunden, dass es da irgendwie Unklarheiten gibt, dass da Sachen selber gebaut werden oder sonst wie. Out of the box, ohne dass ihr irgendeine Zeile Code schreibt, wenn ihr ASP.NET Core verwendet, dann haben wir einen Configuration Builder im Hintergrund und dieser Configuration Builder, der mergt aus verschiedenen Sourcen eine große Konfiguration zusammen. Und zwar ist es so, dass jeder Layer quasi den vorherigen Layer überschreibt. Haben wir also was irgendwie in den App-Settings-JSON definiert und benutzen den gleichen Key in den App-Settings.development.json, dann überschreibt die App-Settings.development.json das, was in App-Settings drin steht. So, wie ist aber die Reihenfolge? Was ist eigentlich drin? Out of the box wird gelesen von den App-Settings.json, von App-Settings.Environment.json. Die Environment wird über diese Umgebungsvariable ASP.NET Core Environment gesetzt. Ist die nicht da, ist es quasi immer Production. Wenn wir in Development sind, und zwar ASP.NET Core Environment ist gleich Development, dann werden sogenannte User Secrets geladen. Diese User Secrets könnt ihr in Visual Studio oder Rider pflegen und die sind nicht Teil des Repositories. Ganz coole Sache, um quasi irgendwie so lokale Developer-Konfiguration zu haben, ohne dass man, wo man zum Beispiel Connection Strings oder Passwörter hinterlegt, ohne dass man selber anfangen muss, eigene Sourcen zu bauen. Was ich oft sehe, dass dann irgendwo App-Settings.local.json drin sind und die sind dann in Gitignore und so weiter und so weiter. Braucht ihr nicht. User Secrets benutzt User Secrets. Nach den User Secrets kommen Umgebungsvariablen. Die werden einmal beim Starten gelesen und danach nie wieder. Und als fünftes optionales Ding haben wir Command Line Arguments. Das heißt, wir können unserem .NET API auf der Kommandozeile auch über Command Line Parameter Konfigurationen mitgeben. Auch die werden einmal beim Startup gelesen. So, toll, haben wir doch alles, oder? Weil App-Settings.json kann theoretisch neu geladen werden. App-Settings-Environment.json kann auch theoretisch neu geladen werden. Problem ist, in einer Cloud-Native-Umgebung sind wir im Regelfall irgendwie in einem Container und in einem Container gehen wir nicht rein und verändern die App-Settings. Die sind ja in einem Container drin, sondern für gewöhnlich bauen wir den Container neu mit neuen App-Settings.
Jetzt haben wir allerdings manchmal die Situation, dass wir gerne vielleicht gewisse Sachen auch zur Laufzeit ändern wollen, wie zum Beispiel sowas wie Log-Levels, weil wir jetzt sagen wollen, oh scheiße, irgendwas ist auf unserer API los, funktioniert nicht so richtig, wir müssen mal brauchen mal mehr Logs. Ihr wollt aber das System nicht neu starten, weil dann vielleicht dieser Fehler weg ist. So, das heißt, wie können wir jetzt zum Beispiel das Log-Level verändern von unserem Container? Mit den vorhandenen Methoden können wir es nicht machen, weil wir haben festgestellt, App-Settings, ne, wenn wir nochmal zurückgehen, App-Settings sind im Container fest drin, editieren wir nicht, User-Secrets haben wir sowieso nicht, Umgebungsvariablen werden nur einmal gelesen und auch Command-Line-Arguments werden auch mal gelesen. Ja, zum Glück gibt es hier sowas, das ist ein Package, das nennt sich KeyPerFile. Und das erlaubt uns zu sagen, okay, wir nehmen in unsere Konfigurationspipeline einen Ordner mit auf und dieser Ordner wird in die Konfiguration reingemappt. Und zwar ist jede Datei in diesem Ordner ist quasi ein Konfigurationseintrag und der Dateiname ist quasi der Konfigurationskey und der Inhalt der Datei ist dann der Value. Der Value, nicht der Key. Und das kann zum Beispiel, wenn ihr jetzt Kubernetes zum Beispiel benutzt, kann das gut genutzt werden, um sogenannte Config-Maps zum Beispiel rein zu mappen in unsere Anwendung. Config-Maps sind so, ja, Konfigurationen in Kubernetes. Schauen wir uns auch das kurz an. Wie können wir das integrieren? Auch das ist im Prinzip ziemlich einfach. Und zwar gehen wir hier einfach hin, ziemlich direkt am Anfang. Wenn wir hier unseren Builder haben, unseren Web-Application-Builder haben, fügen wir hier in diesen Web-Application-Builder einfach nur dieses Add-Key-Key-Per-File hinzu, sagen, okay, das ist der Pfad zu dem Ordner, wo diese Dateien liegen. Wir geben hier noch an, dass es optional ist, also wenn der Ordner nicht da ist, dann kriegen wir keine Exception, dann ist gut. Und wir sagen hier Reload on Change. Das heißt, das System ASP.NET Core bzw. das NuGet Package, das überwacht diesen Ordner, kommen da neue Dateien rein, haben sich die Dateien verändert und lädt es neu in unser System. Ich hatte es ja eben erwähnt, das ist ein NuGet Package. Das heißt, wir müssen natürlich das Ganze hier auch noch hinzufügen. Und dann funktioniert das Ganze schon. Jetzt ist es natürlich irgendwie ein bisschen schwer darzustellen, irgendwie in der Entwicklungsumgebung. Und es ist auch tatsächlich nicht so einfach, es in Docker irgendwie nachzustellen, weil so Docker irgendwie sowas wie Config Maps zum Beispiel nicht hat. Es gibt aber sowas Ähnliches, und zwar können wir quasi Secrets in Docker Compose reinmounten und diese Secrets können dann als Datei ins Dateisystem des Containers gemountet werden. Ich habe hier schon was vorbereitet. Das heißt, wir haben hier ein Secret. Und das Secret heißt ganz komisch, das heißt Logging unterstrich unterstrich Loglevel unterstrich unterstrich Microsoft ASP.NET Core und da drin steht Warning. Sprich, wenn wir dieses Secret drin haben, dann und das dann reingemappt wird und wir den Configuration Path setzen, dann werden diese Secrets hier integriert. Und ich starte das Ganze nochmal. Und ich bin, glaube ich, ein bisschen verwirrt, weil das sind ja jetzt Information. So, jetzt müssen wir nochmal aufrufen. Wo haben wir es? Hier haben wir den Sample Request. So, und hier haben wir Information. Ja, wir haben hier Information, aber das ist alles von anderen Categories. Genau, wir haben hier System, System.NET Client und so weiter und so weiter. Das heißt, Sachen, die wir hier in diesem Namespace Logging in dem Namespace Microsoft.ASP.NET Core haben, die kommen hier zurzeit nicht raus, weil wir hier keine Warnings haben. Und jetzt haben wir aber die Situation, dass wir sagen, wir brauchen hier aber mehr Informationen. Das heißt, wir können jetzt hier diese Datei einfach bearbeiten und während der Container läuft, können wir diese Datei bearbeiten und dann irgendwie einen neuen Request absetzen und zack, sehen wir, haben wir hier plötzlich schon Log-Einträge aus dem Microsoft ASP.NET Core Namespace, die wir vorher nicht drin hatten, ohne dass wir den Container neu gestartet haben. Ein kleiner wichtiger Punkt zu beachten ist, wenn ihr das benutzt, dann müsst ihr, damit es mit dem Reload auch funktioniert, hier diese Umgebungsvariable setzen. Es gibt nämlich noch ein Problem in dem System, dass das Watchen von Veränderungen über native File-System-APIs nicht funktioniert, wenn
die Datei ein Symlink ist. Und wenn ihr sowas reinmappt in einen Container, dann ist das im Container ein Symlink und nicht eine echte Datei. Deswegen müssen wir hier den File-Watcher umstellen, dass er nicht auf File-System-Events lauscht vom System, sondern dass er selber hingeht und pollt, um zu gucken, hey, hat sich die Datei verändert oder nicht. Aber sobald wir das drin haben, können wir also hier zur Laufzeit tatsächlich hingehen und sagen, hier, wir machen jetzt hier, verändern hier die Log-Levels und jetzt machen wir Debug. Und gehen wir zurück in unseren Sample-Request und sagen hier, okay, jetzt kriegen wir hier entsprechende Debug-Logs raus. Durch das Polling kann das manchmal ein bisschen länger dauern, aber jetzt sind sie da. Durch das Polling kann das also ein paar Sekunden dauern, bis er dann erkennt, okay, die Datei hat sich verändert, ich lade es neu. Und dann ist gut. Ja, also merkt euch, Keeper-File, tolles Package, um genau sowas in der Containerwelt zu bewerkstelligen, dass wir von außen, während so ein Container läuft, die Konfiguration verändern können. Machen wir mal ein kurzes Exercisement hier zum Thema Resilience. Bei Resilience geht es darum, dass ja eure Anwendung quasi immer darauf vorbereitet sein sollte, dass irgendwie gerade wenn sie irgendwie mit anderen Systemen interagiert, das irgendwie nicht funktioniert. So, sei es jetzt irgendwie, wenn wir zum Beispiel andere HTTP-Services aufrufen, die in unserem Cluster vielleicht laufen, könnte ja sein, dass diese gerade neu deployed werden und dass dadurch vielleicht mal dieser Service nicht verfügbar ist, dann sollte unser Service nicht sofort irgendwie auf die Schnauze fliegen und die Grätsche machen, sondern vielleicht sowas wie ein Retry-Policy haben, zu sagen, okay, dann probiere ich es gleich nochmal und nochmal und nochmal, also ein paar Mal probieren vielleicht. Und wenn das nicht klappt, dann gebe ich vielleicht eine ordentliche Meldung an den Fehlermeldung an den Caller zurück oder vielleicht habe ich die Daten noch im Cache, die ich dafür brauche und gebe halt einfach alte Daten zurück an der Stelle. Genau. Allerdings ist Resilience tatsächlich so ein Thema, wenn ihr die Möglichkeit habt, weil ihr auf einer Plattform unterwegs seid, die euch das abnehmen kann, dann überlasst das der Plattform. Mein Kollege, der Christian Weyer, der wird demnächst im nächsten Webinar euch ein bisschen zeigen, mit Dapper ein paar Sachen zeigen und auch da wird er so ein bisschen auf so zum Thema Policies und Retries und sowas eingehen, um euch zu zeigen, wie ihr diese Sachen eigentlich aus eurer Anwendung raushalten könnt und es der Plattform überlasst. Warum sollte man das der Plattform überlassen und warum machen wir das nicht bei uns im Code? Wir können das zwar im Code auch auf Infrastruktur-Komponentenebene machen. Es ist allerdings tatsächlich relativ aufwendig und wir müssen da relativ viel dazu bauen und viele verschiedene Fehlercases quasi berücksichtigen in unser Code, damit das Ganze irgendwie funktioniert. Wenn wir das also irgendwie über die Plattform konfigurativ machen können, sollten wir das ja über die Plattform machen. Nur für den Fall, dass wir jetzt auf einer Plattform sind, wo das nicht geht, wie machen wir das? Wie können wir das selber machen? Es gibt verschiedene Libraries, da ist das schon automatisch drin, also sowas, so ein Azure Storage SDK, die machen zum Beispiel so Retries im Hintergrund selber. Wenn ihr Entity Framework Core benutzt, könnt ihr auf Entity Framework auch sowas wie Enable Retry on Failure irgendwie aktivieren. Also da würde dann auch Entity Framework Core selber irgendwie Retries machen, wenn irgendwas nicht funktioniert hat. Und für alles andere gibt es in der .NET-Welt diese schöne Library, die nennt sich Polly. Und mit Polly können wir sowas implementieren. Ich mache hier eine sehr kurze Demo. Wir haben hier Polly für HTTP-Client als NuGet-Package drin. Das ist also quasi eine Erweiterung von Polly von Microsoft für den HTTP-Client. Und die können wir hier reinziehen und können dann hingehen und sagen, hey, wenn wir HTTP-Aufrufe machen, können wir dann unsere eigenen Policies hinterlegen. Was passiert im Fehlerfall? Demonstrieren wir kurz den Fehlerfall. Ich hatte ja hier kurz vorhin gezeigt, wir rufen hier von so einem anderen Anbieter rufen wir hier so Umrechnungskurse ab. Wir sehen hier, das ist so eine externe URL und jetzt könnte es ja sein, keine Ahnung, diese externe URL ist nicht erreichbar. Was würde also passieren, wenn diese externe URL nicht erreichbar ist?
Das geht natürlich nur, wenn ich das System überhaupt starten kann. Genau, was würde passieren, wenn diese externe URL nicht erreichbar ist? Wie können wir das am besten simulieren? Ja, das ist nicht ganz so einfach, aber wir können natürlich irgendwie hingehen und sagen hier in unserer Host-Datei, sagen wir einfach, dass diese externe URL würde auf meinem Rechner laufen, tut sie natürlich nicht. Das heißt, dieser Request schlägt jetzt fehl. Und das heißt, wenn wir jetzt hier unsere Produkte abrufen, ich mache es mal ein bisschen größer, wenn wir jetzt hier unsere Produkte abrufen, dann sehen wir, hier kriegen wir eine HTTP-Exception, weil unser Service ruft einen anderen Service auf und der ist nicht da und schwummsi-wumms, es knallt. Ja, was machen wir jetzt? Wir können jetzt hier also irgendwie Poly hinzufügen. Und hier seht ihr, wie ich den HTTP-Client konfiguriere für unseren Currency-Service. Wenn wir dieses NuGet-Package hinzufügen, kriegen wir für diese Add-HTTP-Client-Sachen kriegen wir weitere Methoden. Das heißt, wir haben hier so Methoden wie Add-Policy-Handler und hier können wir jetzt eine Policy definieren. Was soll denn im Fehlerfall passieren? Und zwar beschreiben wir jetzt hier den Fehlerfall. Hey, die Response, die wir erhalten von dem Umrechnungsservice, ist nicht successful. Oder wir haben eine HTTP-Request-Exception, das heißt, wir konnten gar nicht den Request überhaupt starten. Oder wir haben eine Timeout-Rejected-Exception, weil wir hier sagen, hey, Polly, bitte sorge dafür, dass dieser Request höchstens 2 Sekunden dauert. Ja, und was machen wir dann? Hier in dem Demo-Fall sage ich, okay, wir haben hier halt Exchange-Rates irgendwie auf der Platte liegen. Und dann nehmen wir halt die. Die sind zwar irgendwie nicht aktuell, aber hey, besser als dass unser Service auf die Schnauze fällt, ne? Also lieber vielleicht ältere Daten in dem Fall, als wenn er auf die Schnauze fällt. Nimmt das nicht als bare Münze, dass das immer die beste Lösung ist, alte Daten zu nehmen. Also das ist natürlich immer von Use Case zu Use Case abhängig, ob das sinnvoll ist, alte Daten zu nehmen oder nicht. Aber jetzt für die Demo reicht das auch. Und wenn wir das jetzt hier drin haben, dann sehen wir, alles klar. Es funktioniert weiterhin alles und wir haben hier Umrechnungskurse und die sind vom 15.10.2022 und das entspricht auch exakt der Datei, die ich hier drin liegen habe, Fallback Exchange Rates. Da steht hier auch 15.10.2022. Genau. So. Wenn ihr also es der Plattform nicht überlassen könnt, benutzt erstmal das, was in den Libraries drin ist. Müsst ihr euch halt ein bisschen in die Dokumentation reinfuchsen von den Libraries, die ihr benutzt. Haben die schon sowas wie Retries? Wenn nicht, benutzt Polly. Wenn ihr gerade sowas wie HTTP-Client verwendet, dann gibt es von Microsoft noch so schöne Erweiterungen, die euch das nochmal ein bisschen einfacher machen. Aber an sich ist Polly selbst auch nicht so schwer. Das heißt, hier gibt es bereits schon. Ich weiß, das ist jetzt Dark Theme, aber hier haben wir Polly und die bringen ziemlich viel mit. Circuit Breaker, Retry Policies, Timeouts, Rate Limits und so weiter und so weiter. Und das dann jetzt nicht nur bezogen auf den HTTP-Client, sondern am Ende können wir damit quasi alles Mögliche machen. Das heißt, wir definieren einmal eine Policy und können sie dann mit beliebigem Code benutzen. Gut. Das zum Thema Resilience. Kurz zum Schluss, Reverse Proxy Gotchas. Wenn ihr Cloud Native seid oder wenn ihr, selbst wenn wir sagen, wir hosten einen einzelnen Container in einer, zum Beispiel in einem Azure Web Service, App Service, dann haben wir immer einen Reverse Proxy. Also in der Cloud-Umgebung oder Cloud-Native-Welt begegnen uns Reverse Proxies quasi überall und ständig. Und das kann zu diversen Problemen führen in unserer Applikation. Und dafür müssen wir uns kurz irgendwie klar werden, wie funktionieren eigentlich Reverse Proxies. Wir haben hier einen Client, das sind wir. Wir rufen hier myapp.com/API/products auf. Das geht hier an unseren Reverse Proxy, der ist hier in der Mitte. Und der sieht, aha, du rufst /API/products auf. Das geht auf den Products Container und ruft dann hier den Products Container auf. Und wir sehen hier schon, zum Beispiel, wir rufen es von außen mit HTTPS auf, aber intern wird es nur mit HTTP gemacht. Und der Request wird
von einem Reverse-Proxy gemacht. Jetzt machen wir noch eine kleine Übung, gucken, ob ihr noch wach seid. Weiß einer, welche Client-IP-Adresse sieht denn der Product-Container? So, liebe Leute, wenn ihr Lust habt und es noch schnell checkt, könnt ihr gerne die Antwort im Chat schreiben. Ich warte 2 Sekunden. Also welche, wenn hier ein Request reinkommt in unsere Products-API, welche IP-Adresse sieht unsere Products-API? Sieht sie die IP-Adresse vom Reverse-Proxy oder sieht sie die IP-Adresse von unserem Client? Kommt nichts im Chat? Gut, dann sagen wir es einfach. Natürlich sieht er die IP-Adresse von dem Reverse-Proxy. Unser Client, unsere API sieht auch, dass wir aufgerufen wurden mit Product-Container und nicht mit myapp.com. Unsere API sieht auch, dass wir mit HTTP aufgerufen wurden und nicht mit HTTPS aufgerufen wurden, weil wir einen Reverse-Proxy dazwischen haben. Das heißt, das heißt, was macht der Reverse-Proxy? Er bekommt den Request, er analysiert, wo muss ich den jetzt irgendwie weiterleiten und ruft dann unseren Container, unseren Service auf. Also aus Service-Sicht wurden wir, und wir wurden ja auch tatsächlich von dem Reverse-Proxy aufgerufen. Das heißt, wenn wir so Sachen irgendwie drin haben in unserem Service, dass wir irgendwie zum Beispiel die IP-Adresse des Aufrufers brauchen, weil wir irgendwie Geolocating-Sachen machen oder sonst was, dann funktioniert das Ganze nicht, weil die IP-Adresse des Aufrufers wird im Regelfall dann eine interne IP-Adresse sein, weil wir von unserem Reverse-Proxy aufgerufen wurden. Wenn wir zum Beispiel URLs in unserem Service bauen wollen, und zwar absolute URLs, wird auch das ein Problem werden, weil wir wissen gar nicht, unter welcher Domain laufen wir denn eigentlich, weil wir das gar nicht in dem Request sehen zum Beispiel. Ja. Wir haben aber das Glück, dass Reverse-Proxys für gewöhnlich zusätzliche Header mitschicken bei dem Request, wo genau diese Informationen drinstehen. Also, da steht also genau drin, wie ist die IP-Adresse des Clients, wurdest du mit HTTPS aufgerufen oder nicht, mit welcher Domain wurdest du aufgerufen und so weiter und so weiter. Und wir können genau dieses irgendwie nutzen, und um das zu machen, um das dann umzusetzen. So. Dem einen oder anderen wird jetzt hier in meiner Demo schon aufgefallen sein, dass wir hier zum Beispiel so einen Detail-Link haben und ihr seht hier, der wird hier die ganze Zeit irgendwie mit Localhost irgendwie generiert, obwohl wir ja das ganze Ding hier mit myapi.local aufrufen. Und das ist genau der Case. myapi.local geht an das Gateway. Das Gateway ist unser Reverse-Proxy und ruft dann wiederum unseren Product-Service auf. Und in dem Gateway ist konfiguriert Localhost 5001. Für unseren Product Service. Ja, 5001 ist aber vielleicht von außen gar nicht erreichbar und Localhost sowieso schon gar nicht. Ne? So, das heißt, was müssen wir jetzt hier machen, damit das Ganze funktioniert? Auch hier gibt es in ASP.NET Core bereits Komponenten drin, die wir dafür benutzen können. Und zwar handelt es sich hier um die sogenannten Forwarded Headers. Was müssen wir machen für die Forwarded Headers? Wir müssen quasi 2 Sachen machen. Wir müssen 2 Sachen machen. Wir müssen einmal die Forwarded Headers Options konfigurieren. Und zwar müssen wir hier 2 Sachen angeben. Wir müssen hier einmal angeben, welche Forwarded Header wollen wir nutzen. Also welche dieser Header, die da Reverse Proxy dranhängt, wollen wir eigentlich benutzen. Ich sage hier für die Demo, wir nehmen mal alle. Und da hat sich halt so ein Standard etabliert, dass es halt mit x-forwarded anfängt. Und ich sage hier, wir wollen hier alle nutzen. Und zusätzlich müssen wir hier noch entweder Known Networks konfigurieren oder Known Proxies konfigurieren, damit wir sagen, damit wir dieser Forwarded Headers Middleware, die wir dann nutzen werden, mitteilen können, hey, wenn der Request von einem dieser Systeme kommt, die in den Known Networks drin ist oder in dem ein Known Proxy ist, dann benutzt bitte diese Header, um zum Beispiel festzustellen, was die Remote-IP ist. Warum müssen wir das hier angeben? Das ist quasi ein Security-Feature. Wenn wir das nicht angeben würden, könnte ja jeder hin zum Kunst uns einfach irgendwelche Header mitschicken und wir würden dann sagen, ja, okay, du hast in dem Header geschrieben, deine IP-Adresse ist dies und jenes, dann nehme ich das. Ich glaube dir schon, dass das stimmt. Ja? Deswegen haben wir diese Option für Known Networks und Known Headers, Known Networks und oder Known Proxies, also wir müssen nicht beides, eins von beiden reicht, wenn wir das angeben. Bei Known Networks können wir ein ganzes Network vertrauen und bei Known Proxies vertrauen wir einzelnen IP-Adressen.
Wenn wir das also irgendwie in unsere Konfiguration mit aufnehmen, habe ich das hier schon? Nein, habe ich hier nicht, aber ich habe das hier in dem Docker Compose drin. Da können wir das dann gleich mal reinmachen. Wenn wir das also hier mit aufnehmen in die Konfiguration, dann werden diese Forwarded Headers Options hier konfiguriert und am Ende werden sie dann benutzt von app.useForwardedHeaders. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall diese app.useForwardedHeaders mit reinnehmen, die Header Forwarded Headers Middleware. Und damit sie funktioniert, müssen wir sie halt gegebenenfalls ein bisschen konfigurieren. Wenn wir das gemacht haben, und ich habe das ja jetzt hier in Docker gemacht, in dem Container, und dann starten wir hier mal den Container. So, wenn wir das in dem Container gemacht haben und das dann laufen lassen, dann sehen wir, wir haben jetzt hier MyAPI Local 5000, das ist also die externe URL, funktioniert also alles wunderbar. Was macht diese Forwarded Headers Middleware eigentlich intern so? Die geht hin und überschreibt gewisse Properties, die wir auf so einem Objektmodell von unserem HTTP-Request haben und setzt dort die entsprechenden Sachen. Also sowas wie Host wird aus den Headern genommen und nicht vom Request an sich. Sowas wie das Scheme haben wir HTTP, haben wir HTTPS. Aber auch sowas, wenn wir jetzt hier http://context.connection.remote-IP-Adress machen, dann wird auch hier nicht die Remote-IP-Adresse der Connection tatsächlich benutzt, sondern die Remote-IP, die in dem Header drinsteht von unserem Reverse-Proxy mitgeschickt wird. Genau. Noch eine kleine Reverse-Proxy-Gotcha. Genau, und zwar der Reverse Proxy ist für gewöhnlich irgendwie, wird er dafür genutzt, dass wir einen Single Point haben, wo wir reinkommen und dann wird der Traffic hinten dran an die verschiedenen Dienste irgendwie verteilt. Und damit der Traffic irgendwie verteilt werden kann, muss natürlich dieser Reverse Proxy irgendwelche Regeln haben und zu sagen, hey, ich alles, was slash API slash Products ist, leite ich an diesen weiter und alles, was slash API slash Orders ist, leite ich dahin weiter. Der Reverse Proxy ermöglicht uns also auch irgendwie nach außen hin, dass wir unsere URLs einfach irgendwie so ein bisschen verändern können, ohne dass wir unseren Code anpassen müssen. So, was passiert allerdings, wenn unsere API jetzt so konfiguriert ist, dass die gar nicht slash API slash Products kennt, sondern nur auf slash Products lauscht, so wie das unsere API hier macht? Die lauscht nämlich nur auf root slash products. Das heißt, wir haben hier gar nicht dieses API-Präfix drin. Wenn wir also jetzt hier hingehen würden und sagen würden, hey, wir ändern jetzt mal unseren Reverse-Proxy und sagen, hey, du lauschst nicht mehr auf slash products bei dem Reverse-Proxy, sondern auf slash API slash products und starten das Ganze und machen dann ein Request drauf. Also dieser Request natürlich mit slash products funktioniert jetzt natürlich nicht mehr, weil wir haben dem Reverse Proxy gesagt, du lauschst jetzt bitte auf slash API slash products, aber auch slash API slash products funktioniert nicht, weil wiederum slash API slash products gibt es in unserem Product Service nicht. Dort gibt es nur slash products. Was können wir also hier machen? Wir könnten natürlich jetzt hingehen und sagen, okay, alles klar, keine Ahnung, wir schreiben den ganzen Code um, überall machen wir slash API slash products dran, ja, ist nicht so geil. Sich ein. Vielleicht haben wir aber auch einen Reverse Proxy, den wir entsprechend konfigurieren können, dass er sagt, nach hinten raus nimmst du bitte das slash API weg, so dass du dann mich selber nur mit slash products aufrufst. Das ist sicherlich der beste Use Case. Das heißt, auch da, wenn wir das auf der Plattform irgendwie konfigurieren können, dann macht das irgendwie auf der Plattform. Aber angenommen, wir haben einen Reverse Proxy, bei dem wir das nicht können, der irgendwie so ein bisschen dumm ist und einfach nur alles durchpipet, wie es ist. Ja, dann haben wir hier die Pathbase-Middleware. Auch die gibt es in ASP.NET Core. Mit dieser Pathbase-Middleware können wir jetzt quasi angeben und ASP.NET Core sagen, hey, deine Routen, die sind zwar slash, alle slash products, aber du wirst nach außen hin unter slash API slash products gehostet. Liebes ASP.NET Core, nimm bitte dieses slash API weg, intern, und arbeite dann nur noch mit dem Rest, um deine Routen zu finden. Und genau das passiert hier mit dieser Use Pathbase Middleware. Das heißt, wir können auch der hier quasi einen Pfad mitgeben und sagen, hey, das ist das Präfix, unter dem du gehostet wirst. Entferne das, damit das ganze Routing funktioniert. Wenn wir hier diese neue ASP.NET Core
Minimal-API-Geschichte verwenden. Dann müssen wir neben dem Use-Pathbase danach direkt noch App-Use-Routing aufrufen, damit das Ganze funktioniert. Wenn wir das allerdings alles dann drin haben, und jetzt kann ich auch mal hier reingehen, sagen wir, konfigurieren das. Pathbase. Jetzt muss ich kurz gucken, das stimmt, das ist Pathbase. Und dann sagen wir, alles klar, du läufst jetzt unter /API. Und wir starten hier unsere Containerlandschaft wieder neu. Und das geht nicht, weil wir hier noch laufen. Starten die Containerlandschaft neu, nachdem wir das in Rider beendet haben. Dann sehen wir, können wir das Ganze jetzt hier wieder unter /API tatsächlich auch aufrufen. Vielleicht noch so nebenbei, diese Pathbase ist auch ganz interessant, sage ich mal, außerhalb so solcher Reverse-Proxy-Szenarien, wenn ihr tatsächlich noch in der Situation seid, dass ihr irgendwie ASP.NET Core zum Beispiel in einem IIS hosten müsst, dann kann es ja passieren, dass diese Anwendung zum Beispiel in diesen Virtual Subdirectories gehostet wird. Das heißt, das könnte dann, /API könnte dann eins dieser Virtual Subdirectories sein. Das heißt, eure Anwendung würde auch mit /API aufgerufen werden, arbeitet aber intern vielleicht nur mit /API. Das heißt, bei Reverse Proxies haben wir die zwei Sachen. Wir haben Forwarded Headers, sehr wichtig. Wir haben Pathbase, ja, wichtig, je nach Proxy-Konfiguration, die wir beachten müssen. So, dann sind wir auch schon beim Ende. Wir haben ein bisschen überzogen, glaube ich. Conclusion, also wir müssen tatsächlich nicht viel machen selber. Das heißt, so an Riesencode in unserer Applikation müssen wir eigentlich gar nichts machen. Das heißt, eigentlich können wir tatsächlich unsere ganzen Applikationslogik von diesen ganzen Cloud-Native-Sachen ziemlich frei halten. Wir sind in ASP.NET Core in der Lage, das quasi auf Infrastrukturkomponentenebene irgendwie zu lösen. Sei es irgendwie Konfiguration, sei es irgendwelche Middlewares, sei es, dass wir irgendwelche Services mit rein injecten in unsere ganze Umgebung. Wir müssen also tatsächlich nicht wirklich unseren Applikationslogik-Code irgendwie anpassen, um das Ganze zu berücksichtigen. Nichtsdestotrotz gilt, wann immer ihr in der Lage seid, dass irgendwie eure Plattform, auf der ihr dann am Ende lauft, irgendwie abnehmen kann, überlasst es der Plattform, dann haltet ihr euren Code noch schlanker und damit noch flexibler, irgendwie einsetzbarer. Und wenn ihr es dann doch irgendwie selber reinmachen müsst, naja, und bei sowas wie OpenTelemetry, da muss man das halt selber reinmachen, die Plattform kann das ja nicht einfach reinmachen, dann benutzt halt an allen Stellen irgendwie Standards oder de facto Standards oder Industriestandards. Also Poly ist jetzt auch kein fester Standard, aber ist zum Beispiel so ein de facto Standard, das ist quasi de facto die Library dafür, um solche Resilience-Sachen irgendwie zu implementieren in der .NET-Welt. Also setzt auf diese de facto Standards, die es gibt, und seid immer auf der Hut vor Reverse-Proxys, die werden euch überall begegnen, selbst wenn ihr nicht Cloud-Native in Kubernetes lauft, sondern, wie gesagt, wenn ihr das einen Container einfach in einen App-Service, Azure App-Service for Container packt, auch da setzt Microsoft einen Reverse-Proxy davor in Azure und so weiter. Also Reverse-Proxys werden euch überall begegnen, seid darauf gefasst und berücksichtigt das in eurem Code und denkt dran, weil sonst kann es echt tatsächlich sein, dass ihr dann da irgendwann da sitzt und denkt, but it works on my machine und jetzt habe ich es deployed und jetzt geht gerade gar nichts mehr und irgendwie, ha, was ist denn los? Und ihr versteht nicht, warum, weil die Logs sehen in Ordnung aus und alles ist irgendwie, ja. Be aware of reverse proxies. Zum Ende noch kurzer Hinweis auf unsere Cloud-Native Webinar-Reihe. Ich hatte es vorhin schon erwähnt, das nächste Webinar macht der Christian. Da redet er ein bisschen über Dapper und wie wir damit mit Dapper, sage ich mal, gewisse Patterns und Praktiken umsetzen können. Da geht es unter anderem auch ein bisschen um dieses Thema Resilience. Also wie können wir dann zum Beispiel Resilience an die Plattform, in dem Fall Dapper, irgendwie abdrücken und müssen dann nicht selber uns drum kümmern. Und die anderen Webinare vom Thorsten, die gehen dann tatsächlich um Cloud-Native-Infrastruktur im Sinne von, ja, wo hosten wir das, wie
deployen wir dann unsere Docker-Sachen irgendwo hin und wie automatisieren wir den ganzen Spaß. Ich bedanke mich bei euch allen, dass ihr hier wart und mir zugehört habt bei diesem Thema. Und ja, wenn ihr Fragen habt, haut sie raus und schauen wir mal, was wir daraus noch für Antworten ziehen können. Herr Boch, vielen, vielen Dank für die ganzen Erklärungen, Insights, Warnungen vor Reverse Proxies und darlegen, warum das so ist. Bevor wir uns Richtung Mittagspause verabschieden, schauen wir mal noch auf die Q&A. Ja. Da habe ich drei Fragen mitgebracht. Die pushe ich gerade mal hier hoch. Die sollten auch gleich kommen. Here we go. Jetzt muss ich nur kurz noch unsere Videos ändern. So. Sollte besser sein. Genau. Der Manuel würde gerne wissen, wozu wir die Datenbank genau bei Telemetrics brauchen und ob das heißt, dass wir Daten in unserer eigenen Datenbank speichern wollen. Ich verstehe die Frage nicht ganz genau, wozu wir die Datenbank brauchen bei Telemetrie. Also was ich gezeigt habe, ist, dass wir Datenbankabfragen mit in die Telemetrie reinnehmen. Das heißt, wir können dann in sowas wie Zipkin zum Beispiel sehen, dass unsere Anwendung auf eine Datenbank zugegriffen hat. Es geht jetzt hier nicht darum, dass die Telemetriedaten in unserer eigenen Datenbank gespeichert werden. So, das macht dann, gespeichert werden die dann im Regelfall in sowas wie Zipkin oder, weil das auch woanders auftaucht, die Frage, in Jäger zum Beispiel. Also die Telemetriedaten, die werden gespeichert in dem Zielsystem, wo wir sie hinpushen. Was ich hier gezeigt habe, ist einfach, wir können auch Packages benutzen, um zum Beispiel Datenabfragen, also Telemetriedaten über Datenbankabfragen zu bekommen. Das war so der Use Case. Ich hoffe, das ist jetzt irgendwie rübergekommen. Ansonsten gerne nochmal konkreter stellen. Genau, gerne die Kontaktdaten von Boris nehmen oder unsere generell Mail durchschicken. Dann können wir da gerne gemeinsam nochmal drauf schauen auf die Frage. Ja. Als nächstes haben wir zwei Fragen von Martin. Das ist quasi die Frage, auf die du gerade schon angespielt hast. Ja, genau. Zipkin versus Jäger, einfach nur persönliche Präferenz. Stell die Frage dem Thorsten in einem der nächsten Webinare. Ich würde sagen, soweit ich weiß, ist es tatsächlich persönliche Präferenz. Ich weiß nicht, ob es da tatsächlich krass unterschiedliche Features gibt. Soweit ich weiß, ist es persönliche Präferenz, aber für so ganze Infrastruktur soll ich am besten den Thorsten fragen. Also ab in die nächsten Webinare, den Thorsten da nochmal irgendwie drauf drücken. Gibt es ähnliche zum Health Auto-Endpoint auch einen guten Version-Info-Endpoint? Was genau ist hier mit Version-Info gemeint? Verstehe ich jetzt auch nicht. Also wenn ihr jetzt irgendwie sowas wie Swagger drin habt, also wenn ihr jetzt eure API an sich versioniert habt, dann könnt ihr natürlich über Swagger sozusagen auch so gewisse Version-Infos bekommen, aber ansonsten ist mir nicht bekannt, dass es da irgendwie fertige, also out of the box in ASP.NET Core gibt es sicherlich nichts dazu, spezielle Endpunkte für so Versions-Sachen, das müsste man selber machen oder gegebenenfalls irgendwie auf Swagger zurückgreifen. Ja. Gut, aber das ist das Schöne, dass man sowas durchaus machen kann, wenn es einen Use Case gibt. Korrekt. Gut, das waren die drei Fragen. Ich habe noch ein, zwei Private Messages gekriegt, dass jemand direkt auf dich zukommen will, weil er das jetzt nicht im großen Rahmen besprechen möchte. Ist auch für uns fein. Tut es sehr gerne. Es gibt auch ein Expert One-on-One. Really? Haben wir, glaube ich, vergessen, irgendwie auch zu erwähnen. Ist heute ein bisschen, weil der Marco krank ist. Jetzt muss ich noch mal kurz überlegen, wann hatte ich denn das Expert? Am 1. Dezember. Ja, am 1. Dezember, richtig, genau. Haben wir da vielleicht noch so ein Flyout oder so? Genau, da. Also wenn gerade die Leute mit Private Messages, also klar, kommt gerne auf mich zu, E-Mail, Twitter, keine Ahnung, oder kommt hier in das Expert One-on-One, dann können wir auch noch mal so eine Videosession machen und ein bisschen über diese Themen reden. Genau. Die meisten von euch dürften es schon kennen. Ansonsten bleibt mir aktuell nur übrig, euch in Richtung Mittagspause zu entlassen. Wir freuen uns auf viele Anmeldungen für die nächsten Webinare, die anstehen. Die Topics werden
ähnlich spannend weitergehen. Ja. Sehr, sehr cooles Thema. Deswegen haben wir da auch einiges an Herzblut reingelegt und an Zeit, um euch das Thema in mehreren Webinaren näher zu bringen. Nutzt es sehr gerne aus. Und in diesem Sinne, Boris, die letzten Worte gebühren dir. Tja, Mahlzeit, würde ich sagen, ne? Haben wir uns jetzt alle verdient hier. Schöne Mittagspause, schönen Tag euch noch, schöne Restwoche. Ja, heute ist Alles klar. Bergfest. Yay. Gleich in 11 Minuten. Bis Genau. dann. Bis dann. Bis Ciao. dann.